Fliegerhelme, die überall rumliegen hier. Ist verrückt. Auf dem Airfield, ey. Wer hätte denn damit gerechnet? Ach, ich gehe doch zum Airfield. Mal schauen, was bei rumkommt. Dein Tod. Ja, wahrscheinlich. Aber wäre auch nichts Neues, dass wir hier sterben, oder? Ja, das stimmt. Oh, Risk, no fun. Das stimmt. Oh, warum geht der plötzlich nicht? Oh, no Risk, no Ärger. Noch ein Bier. Alles mitnehmen. Bier, Bier. Gib uns Bier. Bier. Ja, nicht, kein Ohrwurm. Eisgekühlter Bommerlunder. Oder? Es gibt kein Bier auf Hawaii. Es gibt kein Bier. Okay. Oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ganzen schrecklichen Lieder. Es gibt's nicht. Es gibt keine M4 hier auf dem Airfield. So, ich schau mal gerade, was ich jetzt drin finde. Entweder sterbe ich oder ich finde eine M4. Wow, auf mich wird geschossen. Ich bin tot. Also du stirbst immer vor mir, das heißt, ich sterbe auch gleich. Das ist kein gutes Zeichen. Genau. Ich will nicht, ich will nicht. Ich habe natürlich wieder niemanden gesehen. Ich bin einfach raus und tot. Ah, noch bin ich bewusstlos. Vielleicht regelt sich das ja noch. Jo. Los, komm wieder zu Bewusstsein, Mann. SKS? Rappel dich auf. Oder? Keine SKS-Munition. Ich hab ohne Ende am Körper. Du hattest. Ja, noch bin ich nicht tot. Was ist denn das? Tjo. Ein 1911. Habe nichts als Munition. Ich habe keine Munition, wollte ich damit durchsagen. Liebe Zuschauer, ich bleibe jetzt hier so lange liegen, bis ich entweder sterbe oder wieder bei Bewusstsein bin. Immer. Wollen wir die letzten 5 Minuten noch irgendein Thema ansprechen? Können wir machen. Hast du denn eins? Nein, ich hab keins. Verdammt. Ja, doch, wir machen, wenn du wieder da bist, mal... ein Let's Eat Hawaii-Toast essen. Hawaii-Toast? Ja. Ja, hab ich kein Problem mit, das ist echt lecker. Selben denn ins Internet. Okay, dann muss man aber einen Eimer hinstellen für dich, ne? Wir filmen das bei mir unten im Keller. Ja. Ist ein Klo in der Nähe. Ein grüner Riesenrucksack. Gutes Hawaii-Toast-Zeug. Lecker, lecker, lecker. Das machen wir ab und zu mal in der Arbeit. Tja, ich bin immer noch bewusstlos. Der ist pristin. Leider gibt es ja keine Sanduhr wie in Epoch. Das ist sehr benutzerunfreundlich. Bedien Hall mit seiner Immersion. Er denkt immer noch, das ist irgendein Simulator hier. Dabei ist es ein PvP-Spiel. Ein sehr benutzerunfreundliches PvP-Spiel. Alles wieder in einen Rucksack umgeladen hat. Ist ja schrecklich. Mhm. Oh, jetzt bin ich tot. Schade. Bin ich wohl ausgeblutet? Oder hat mir noch einen Kopfschuss verpasst? Jetzt darf ich noch 30 Sekunden warten. Danke, Dean Hall. Es ist unglaublich. Dabei haben wir schon so lange gespielt. Es ist doch immer so, wenn man ausloggt oder stirbt, muss man immer 30 Sekunden warten. Schrecklich, das ist schrecklich. Das ist so... Das ist scheiße. Ich muss euch sagen, so langsam, glaube ich, bereue ich auch den Kauf. Na komm, wir hatten Spaß, oder? Ja, aber so langsam, der Frustfaktor hat bis jetzt alles überwogen. Mein ganzes Essen und Trinken ist weg. Ich hätte alles essen sollen. Sagen wir so, er hat einfach die falsche Entwicklungspolitik. Jep, hat er. So...
Wo bin ich hier? Ich bin irgendwo. Das gibt's ja nicht. Ich bin mitten im Land gespawnt. Oh fuck, da kommt schon der Zombie angerannt. Willst mich verarschen? Ich höre kein Meer. Guten Tag. Die neue Stadt. Ich bin in der neuen Stadt. Cool. Die neue, neue. Also die ohne Namen. Ja, schön. Bist du hier nicht auch zufällig? Nee, ich bin wieder auf dem Ballo auf Port Ost Airfield. Okay. Oh, ein Supermarkt. Geh ich gleich mal durch. Scheiß Zombie, guck mir nach. Oh, einfach geht das. Ich halte gerade Ausschau nach Zweitakteröl. Aber gibt's hier ja auch nicht. Wir kennen sie gerade. Jetzt schiebt mich der Zombie hier rum, weil er mich nicht töten kann. Er hängt mich im Boden fest. Das ist doch auch schön. Kleine Bugs, die es seit einem halben Jahr gibt und nicht gefixt werden. Oh, hier finde ich auch nichts Interessantes. Was ist das? Oh, doch, da oben ist was interessant. Halt, ich will dich mitnehmen. So, falls du irgendwas Spannendes machen willst, wir haben noch 3 Minuten. Ach du, ich laufe jetzt einfach hier gerade und sammel rum und... Du sammelst rum? Sammel rum. Oh, ein Helm. Hast du auch rum für mich? Ein Helm. In welchem... Ein Helm, sagte ich. In welchem Zustand? Ach, nehmen wir den mal. Sammelst du rum? Ja. Was haben wir denn hier liegen? Eine Hose, genau dieselbe, die ich auch anhabe. Geil. Nur gewünscht, 2 Hosen zu tragen. So, hier war doch irgendwo... Ah, da hinten, Feuerwache. Da gehe ich eben noch hin, bevor wir die Aufnahmen beenden müssen. Green Kit. Waschende Texturen, auch schön. Ja, liebe Zuschauer, wenn ihr das hier seht, bin ich wahrscheinlich schon wieder aus meinem Urlaub zurück und wir haben auch schon die ersten Heinz-Settans-Folgen hochgeladen. Und wahrscheinlich habe ich das Spiel ohne Ende gelobt. Oder auch nicht, wer weiß. Und nachher hast du dich nur aufgeregt. Das kann gut möglich sein, ja. Black Tactical Shirt, das nehme ich gleich mit. Ali, hier bin ich! Was willst du denn hier, komm nicht durch die Tür, ich komm nicht durch die Tür. Das war ein klarer Kopftreffer und er steht nochmal auf. Das gibt's doch nicht. Bleib liegen. Double Tap habe ich in Zombieland gelernt. Ich mach gleich einen Triple Tap draus. Immer auf dem Hals. Toll, hier liegen 2 von diesen Protector-Boxen rum. Und ich habe kein Inventar, um sie reinzustecken. Schön. Und 2 Walkie-Talkies schon wieder. Das ist aber ganz seltsam. Oh, hier ist ein, ich nehme noch einen Can-Opener für dich mit. Dankeschön. Oh, hier liegen 3. Ja, jetzt habe ich 2. Hier liegt sogar noch ein 3. Cool, kannst du beide nicht Cans openen, nachdem du mir eingegeben hast. Ich nehme das einen liegen. Und lauf jetzt durchs Land. Yippie! Irgendwo noch ein Loch im Zaun gewesen. Und die Feuerwache war hier mal leider mal eine Pleite. Bis auf die Feueraxt habe ich nichts. Okay, was gibt's denn noch alles hier in neuen Städtchen? Garagen gibt's hier ganz viele. Da ist auch gutes Zeug drin. Und jetzt erwarte ich den Fangschuss. Und in Autos ist jetzt auch wieder Loot. Da muss ich auch mal reingucken. Okay, hier ist nichts drin. Schade, dass es hier keine Polizeistation gibt in dem neuen Städtchen hier. Oh, hier ist eine Polizeistation. Was ist das? Das ist keine Polizeistation, oder? Ach ne, ist eins von diesen schönen Häuschen. Wo man eigentlich auch immer tolle Sachen findet. Ein Hoodie! Aber ich habe schon ein Tactical Shirt an. Und Bier. Oh, der Typ hat mein ganzes Bier. Warte mal, jetzt. Was sind das ja eigentlich? Kann man hier... vertrocknete Sonnenblumen. Die Sonnenblumen sind aber auch neu, oder? Kannst du die aufnehmen, oder was? Nein, aber ich nehme jetzt erstmal richtig wahr, dass hier Sonnenblumen wachsen. Ich... bin mir nicht sicher. Ich habe eigentlich noch nie so auf die Flora geachtet. Also die Autos, die scheinen alle leer zu sein, obwohl noch keiner dran war. Oh doch, hier sind Schuhe im Kofferraum. Oh Gott, ein reißerischer Fluss. Ich brauche eine Brücke oder ein Boot. So, das war's auch schon mit unserer Aufnahme. Ja, prima, ich logge mich genau hier aus. Hier im Wald. Ich logge mich auch hier aus in der Garage. Oder was es hier ist. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, vielen Dank. Das war jetzt 1 Stunde Nonstop-Aufnahme.
Juhu. Ich hoffe, es war nicht zu blöd für euch, dass es nur 10-Minuten-Episoden waren. Nächste Episode wird wieder länger sein. Bis dann, macht's gut. Bis dann, tschüss.